Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Stilkunde, die Show, zur dritten Ausgabe. Wir wollen Sie aus Ihrer Komfortzone herausholen. Ja, das ist das Thema des heutigen Abends. Ich begrüße jetzt die Schauspielerin und Schriftstellerin Monique Schwitter. Sie haben die Schauspielerei aufgegeben. Wie sehr vermissen Sie es, auf der Bühne zu stehen? Na, ich stehe ja auch gerade auf der Bühne. Ich sitze hier auf diesem Sofa. Nein, ich vermisse das gar nicht. In Ihrem neuen Roman schreiben Sie von einer Autorin und ehemaligen Schauspielerin, die zur Ablenkung den Namen ihrer ersten großen Liebe googelt und auf dessen Todesanzeige stößt. Und daraufhin schaut sie zurück auf die Liebschaften in ihrem Leben. Wie viel Monique Schwitter steckt in dem Text? Was in dem Buch thematisiert wird, ist ja nicht so sehr meine real existierende oder nicht existierende Liebesbiografie, sondern die Frage, wie wir eigentlich mit Leben und Erlebtem umgehen. Sie lesen keine Krimis, ist das richtig? Ich habe keine Zeit, um Krimis oder Schundliteratur zu lesen, weil ich wunderbare Bücher lese. Monique Schwitter. Dankeschön, Herr Haas. Was macht eine Sängerin, die spezialisiert ist auf Jazz und Soul, wenn sie bei der weltgrößten Schlagersause antritt? Sie bewegt sich aus der Komfortzone. Begrüßen Sie mit mir die Sängerin und Schauspielerin Anne-Sophie. Singen und Musik, das ist wie ein Kuschelbett für mich. Hat sich das Gefühl verändert nach dem Eurovision Song Contest? Nein, Singen bleibt für mich immer das Gleiche. Wenn ich singe, dann fühle ich mich immer wieder zu Hause und immer wieder wohl. Und ja, ist natürlich ein knallhartes Business dabei. Wie schlimm war der Abend für Sie? Der war nicht einfach. Das hat schon doll weh getan. Das muss ich ganz ehrlich sagen, damit habe ich auch kein Problem. Das war schon ziemlich schwierig zu verdauen. Es hat auch lange gedauert. Ich glaube auch, das wird immer noch ein bisschen dauern. Sie haben nach Ihrer Ausbildung an der Schauspielschule haben Sie gejobbt und sind von Bar zu Bar gezogen und haben gesagt, darf ich hier singen? Sie sind also jemand, Sie warten jetzt nicht, sich so zurücklehnen, das ist nicht so Ihr Ding, ne? Ich weiß, man kann viele Dinge nicht erzwingen im Leben, aber man sollte immer gucken, dass man die Dinge macht, die einen glücklich machen. Und singen ist für mich immer eine Sache, die ich machen möchte. Wir danken Ihnen ganz herzlich an Sophie. Dankeschön. Ah, jetzt weiß ich, welcher Song es ist. Ich bringe Sie jetzt hier runter. The Legend of the Phoenix. Wir hätten doch singen sollen, das machen wir das nächste Mal. Das wollten Sie ja nicht. Mein nächster Gast, der Architekt und Designer Hadi Teherani. Aber sitzen Sie eigentlich bequem? Ich frage mich das die ganze Zeit. Im Moment nicht, weil Sie mich so da zum Hochgucken animieren. Da muss ich mich dann hinlegen, glaube ich. Ja. Das können, also bitte, das ist ja mehr so eine Therapieliege auch. Ne? Ich habe noch keine Therapie durchgemacht, aber kann ich mir vorstellen. Ja, kann man sich gut vorstellen, oder? Ja. Würden Sie mit mir kurz die Plätze tauschen? Könnten Sie mir mal sagen, wie Sie diesen Sessel finden? Und es gibt auch einen Rollator von Ihnen. Ja. Was war denn am Rollator noch zu verbessern? Die Würde des Menschen muss bleiben und man muss mit so einem Rollator auch eben gut aussehen und nicht, als ob man krank ist, dass es darauf hingewiesen wird. Da hat Design also eine soziale und auch eine ethische Funktion. Natürlich, war es schon immer so. Design kann auch gesund machen. Das war die dritte Ausgabe. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.